Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit dem Heiligen Römischen Reich am Start. Oder um den Kollege Catalon zu zitieren, mit dem Heiligen Böhmischen Reich. Genau, eine lustige Idee. Vielen Dank für diesen hübschen Kommentar, Catalon. Hat mich sehr gefreut und hat auch irgendwie gepasst. Deswegen, ich glaube, das würde ich jetzt beibehalten. Das Heilige Böhmische Reich. Ja, wir hatten Litauen zuletzt eingesteckt. Nicht gestenkt, sondern gesteckt, dank der neuen Regierungsform der Kaiserlichen Republik, die wir hier am Start haben, inklusive Parlament. Und dadurch haben wir natürlich verkürzte Intervalle, dass bei uns die Herrscher wechseln und entsprechend immer eine relativ kurze Zeitspanne, um wieder die erneute Chance zu bekommen, gratis eine Personalunion zu integrieren. Beim nächsten Mal hoffentlich Polen, aber ich glaube, diese nette, kostenlose Erweiterung hier mit Litauen, die war sehr schön. Ja, Spanien ist revolutioniert. Genau gegen Ende der letzten Folge gab es für Spanien eine Revolution. Also das Revolutionszentrum ist ja bei uns hier in Prag. Aber die Spanier, die haben jetzt offenbar für sich gesagt, ja komm, wir machen jetzt mal einen auf revolutionäres Spanien. Was das genau bedeutet, keine Ahnung. Ich sehe auf jeden Fall, der werte Spanier ist wieder im Krieg mit irgendwelchen, ja, unschuldigen Eingeborenen. Naja, soll uns nicht weiter tangieren, sondern uns interessiert jetzt vielmehr, wie können wir da ein bisschen was rausschlagen, denn wir wollen ja dem Spanier den Krieg erklären. Und das machen wir jetzt. So sieht es nämlich aus, und zwar mit dem Imperialismus-Kriegsgrund. Genau, mit was sonst? So, da würde ich sagen, wir drücken da mal drauf. Und wie immer, zum Angriff! Jawohl, zum Angriff, sehr schön. Das erste Mal, dass wir gegen Spanien dübeln. Oh, ich sehe gerade, das ist noch eine Mission fertig geworden. Die römische Resolution, genau, stimmt. Wir sind ja Papst seit dem letzten Mal, ne? Wir sind Inhaber des Heiligen Stuhls, so sieht's aus. Wir haben den Kreuzzug ausgerufen und dann können wir jetzt diese komische Mission hier machen, aber wir erhalten ein römisches Reich, was auch immer das jetzt bringt. Da steht nichts dabei. Also, ich drück da mal drauf, aber was zur Hölle das bringt? Ne, was? Provinzen in der Region Süddeutschland und Norddeutschland. Keine Provinz. Mehr als 30% Autonomie. Das heißt, da muss ich überall einen Staat draus machen, oder was? Nord- und Süddeutschland ist aber ziemlich viel, ne? Moment. Gebiete? Ne. Regionen? Ja, da kommen wir schon hin. Okay. Norddeutschland, Süddeutschland. Ui. Oh Gott, da muss ich aber einiges. Heitere Fahne. Da muss ich aber einiges. Ja. Ich fürchte, das wird... Elsass gehört dazu, ne? Ja. Das wird ja spannend. Na, Lothringen, glaube ich nicht mehr, dass dazu gehört, oder? Ja, ich glaube hier, ich glaube, das ist so die Grenze, ne? Schauen wir nochmal. Das war ja toll. Das war jetzt echt hilfreich. Gebiete? Ach. Regionen, nochmal, also. Sundgau. Ja, ne, passt. Okay, also das ist die Grenze. So, dann drücken wir da einfach mal schnell alles weg, ne? Es führt jetzt natürlich dazu, dass wir noch mehr unser Regierungslimit überziehen, aber hey, mein Gott, das ist doch eh schon wurscht. Das ist doch eh schon egal. So, den hier brauchen wir, glaube ich, noch. Da geht's einmal komplett hoch. Also, steck ein, das Giraffel. Vor allem bis das jetzt wieder von der Autonomie hier unten ist, ne? Wird auch wieder ewig dauern. Aber gut, auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt jede Menge Asche, denn das sind ja alles gute Provinzen. Jede Menge Asche, Manpower, Truppenlimit und so weiter. Aber die aggressive Expansion wirkt sich dann natürlich noch mehr aus, wobei uns das mittlerweile auch ziemlich egal ist, wenn ich ehrlich bin.
So, das gehört mit Sicherheit noch dazu. Und das gehört mit Sicherheit noch dazu. So, und wenn wir schon dabei sind, dann können wir das auch gleich noch mitnehmen. Zack, so, jetzt aber. Jetzt haben wir doch bestimmt alles, oder? Jetzt ist doch bestimmt alles durch. Gebiete. Ah, jetzt fange ich wieder drauf rein. Bis dahin, bis dahin. Die Niederlande, gut, die haben wir natürlich jetzt auch eingesteckt. Aber gerade so hier, die Ecke, bis hier runter. Ach. Ja, das passt. Das passt. Gut. Wie viel sind wir jetzt drüber? Das würde mich jetzt doch noch interessieren. Um Gottes Willen. So ein, zwei Punkte sind wir drüber, ja. Oh Mann, oh Mann. Kostenberater plus 230%. Kostenkernprovinz plus 46%. Aggressive Expansion 115%. Kostenstabilität über 200% mehr. Oh je. Ja. Okay. Ja, ist so, ne? Können wir nicht ändern. Schön. Läuft bei uns. Da. Na gut. So, ich zieh mal die Truppen nach. Das ist jetzt Infanterie und Pferde, ne? Genau, Kavallerie. Da sind jetzt gar keine Kanonen mehr dabei. Jawohl, schau mal. Da haben wir jetzt hier die Schiffe ganz schön weggedübelt hier. Hervorragend. So, jetzt ist hier auf jeden Fall blockiert. Da geht jetzt nichts mehr. Da kommt jetzt nichts mehr rein und raus. Das heißt, alles, was hier drinnen ist, in diesem Binnengewässer, das ist freigegeben zum Wegdübeln. Genau, so schaut's aus. So, was ist das? Ja, so, jetzt kann ich da noch überall zack, 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 gell? Jawohl, gut. Passt. Okay. Weißt du was? Ich zieh die sicherheitshalber noch nach. Ey. Ich trau der Sache einfach nicht. So, die nächste Mission. Zentralisiertes Reich. Oh, das ging schnell. Unterhalt starten 10%. Autonomie Abklingzeit 20%. Zack. Sehr gut. Ui. Okay, wir machen plötzlich 800 Dukaten, also noch ein bisschen mehr, aber ist klar, wir haben ja einiges eingesteckt. 1700 Einnahmen, okay, wie sieht das Truppenlimit aus? 1000, also 1,8, ne, 1,8 Millionen. Das heißt, wir könnten jetzt noch 600.000 Mann ausheben. Die Reserve dazu hätten wir. Das ist ja völlig verrückt. Naja, achso, jetzt schauen wir mal kurz, was das Freiheitsbestreben macht. Ja, die sind alle entspannt, bis auf unsere Byzantiner, gell, aber, naja. Uiuiui, das ist schon böse. Das ist schon böse. Was kosten mich die jetzt? Das ist ein Einserberater, merkst du gleich mal, der kostet dann halt mal deutliches Geld mehr, genauso wie der Dreierberater hier, aber ne, sind wir ehrlich. Ja und? ja und, genau. 800 Klippergeld durch den Handel. Ja und? Genau, ist ja eigentlich egal. So, der Spanier hebt jetzt jede Menge Truppen aus, sollen sie machen. Irgendein Verrückter greift uns hier an. Sind die bescheuert, die Rebellen? Ja, die sind ja witzig. Okay. Kann man mal machen. So, wir holen uns einen Anführer. Zack. Latschen da rein. Oder besser gesagt, latschen wir da hin. Ihr kommt mal damit, bitte. Was ist das jetzt wieder? Schutzdefizit. Handelsmacht minus 10. Nö, keine Lust. Da verliere ich lieber ein bisschen Diplomacht. Diese verrückten Rebellen, die spinnen ja komplett hier da. Irgendjemand... Ach, der Spanier latscht jetzt hier rein. Okay, gut. Soll er machen? Wisst ihr, was wir machen? Wir haben doch da drüben so eine lustige Truppe stehen. Genau. Da packen wir unseren Herrscher rein. Jawohl, ein zweier Belagerer, genau. Den lassen wir einfach mal unten rum latschen, ne? Genau, der latscht hier einfach mal außen rum. Für den Fall, dass hier irgendwelche Deppen entgegenkommen, bekommen die gleich mal ein bisschen Besuch. So, hier werden die Rebellen weggedübelt. So, ihr latscht mal da runter.
So, jetzt ist hier zumindest einmal ein bisschen zu, ne? Da sollte jetzt, denke ich, keiner groß kommen. Wir gehen dahin. Da werden noch Rebellen geklopft. Naja, die latschen jetzt hier unten rum, genau. Produktionsforschung fehlerhaft, aha. Verliert Prestige, verliert Admin-Macht. Na, verliere ich Prestige. So, schauen wir kurz, was passiert sonst so? Da ist die Tea Party. Da sind ein paar lächerliche Schiffe. Da sind ein paar lächerliche... Naja gut, das ist nicht so das Problem. Da oben sind ein paar Spinner. So, die, genau, den Kollegen hier haben wir ja angeschlossen. Das heißt, der marschiert jetzt hier durch die Gegend. Das ist gut. Müssen wir uns auch keine Gedanken machen. Na, ich versuche bloß so ein bisschen... Ah, jetzt kommt der Poli hier auch, jawohl. So ein bisschen den Überblick zu behalten. Das ist zugegeben nicht ganz einfach immer. Bei mir sowieso nicht, ne. Haube und Überblick behalten, das ist sehr utopisch. So, eins weiter. Ah, ist wieder Festungszone, gell? Ja, ja, natürlich. Du bleibst hier stehen. Du wartest, bis das Ding durch ist und dann latscht er nach Madrid. Da kommt der Pole, jawohl. Wäre wichtig, dass halt die Festungen hier mal durchgehen, ne? Ah, ein Dreierbelagerer hier. Das ist natürlich schon edel. Diplomacht oder Prestige. Ja, Diplomacht. Also da waren nochmal aggressive Expansion dabei und so, aber naja. Okay, da kommen 120.000 Mann, 150.000 Mann hier unten rum marschiert. Also die werden gleich wieder in die andere Richtung laufen, so wie es aussieht. Die Risiken des Handels entschädigt die Händler. Ja, gibt's halt 1.000 Dukaten oder was? 10.000 Dukaten? Was? 10.000 Dukaten? Nein. Nein. Bin ich geizig, sorry. Nein, das sehe ich nicht ein. Irgendwo muss mal Schluss sein. Irgendwo muss man eine Grenze setzen. Wenn es um die Kohle geht, ne, so geht's nicht. So, das Ding ist gewonnen. Okay, dann geht's nach Madrid. Hallo? Du sollst jetzt nach Madrid? Du Pfeife, das kannst du wieder nicht, gell? Na gut, dann geht's halt. Ah, warum? Achso, weil hier auch noch die blöde Festung hier zum Belagern ist. Na gut, dann warte ich halt. Für den Fall, dass die hier oben rumlatschen. Ja, habe ich doch gewusst. Dass die hier oben rumlatschen, das könnt ihr vergessen, Leute. Das könnt ihr vergessen. Da latscht keiner hier einfach durch. So nicht. Hey, wo sind denn die anderen? Ich wollte gerade sagen, laufen die wieder zurück oder was machen die denn? Die sind ja wieder witzig, die Burschen. Die Wahl, jawohl, die Wahl. Okay, wir könnten jetzt natürlich unseren Chef hier behalten, gell? Und das wäre auch gut, weil wir brauchen die Admin-Punkte. Den behalten wir mal. So. Achso, Moment. Wenn keine Wahl ist, dann kann natürlich auch hier die Integration mit Polen nicht funktionieren, gell? Aber gut, okay. Dann, ja, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Dominanz im Weihrauchhandel. Okay. Ja, Hauptsache was zu rauchen, ne? Genau. Sehr gut. Hauptsache das gute Zeug zu rauchen. So, ist es jetzt hier mal erledigt bald mit der blöden Belagerung? Wer hat das Aragon? Das wäre sehr nett. Jawohl, so geht doch. Sehr hübsch. So, dann latschen wir mal darüber und wir latschen darunter. Stadt fordert Sitz. Aha. Verona. Ja, von mir aus. Verona kann auch gerne einen Sitz haben. Was haben wir denn aktuell gerade? Diskussion. Ach ja, die Handelseffizienz. Ja, Militärpunkte. 90% reicht, ne? Genau. Achso, beziehungsweise das könnte ich ja gleich mal halt... Das könnte ich ja gleich mal durchdübeln, gell? Diplomatische Unterstützung. Sündenbock präsentieren.
Ah. Ich will kein Merkantilismus verlieren. Ja, weißt du was? Dann hau mal halt den Berater raus, ist doch wurscht. So. Moral der Armee, der kommt ja richtig gut. Zack. Danke. So, jetzt gilt das Ganze für 10 Jahre Handelseffizienz plus Handelseinfluss. Sehr schön, sehr schön. Das. Oha. Ich glaube, da bin ich ein bisschen ins Verderben gelaufen. Das war nicht gut. Ja, weil die Herrschaften sich wieder verbröselt haben, Mensch. Oh Mann. Ne, super Unterstützung. Danke, Byzanz. Super, echt perfekt. Das habt ihr schön gemacht. Da bin ich wahrscheinlich in eine ziemliche. Ja. Armeestärke reingelaufen, ohne genau hinzuschauen. Das war wieder dumm. So, da ist Polen mit dabei. Ja gut, hier dübeln wir dafür die Kollegen. Ohne, dass die was zu lachen haben hier. Also, ja, hier wird wieder belagert, natürlich. Wie kann es anders sein? Moment, hier haben wir doch Seeblockade, oder? Ja, Seeblockade. Tja, bis jetzt hat der Spanier wenig zu lachen. Wir sitzen da so in der neuen Welt aus da drüben. Gut, da sind natürlich entsprechend Truppen unterwegs, gell? Tja. Aber gut, hier ist nicht der Fokus drauf, deswegen. Da ist nicht der Fokus da drüben. Hier spielt die Musik. Was immer Byzanz hier unten macht, keine Ahnung, aber hilfreich ist das auf keinen Fall. So, Belagerung ist durch, jawohl. Ist dann hier oben. Dann latscht halt, nee, bitte nicht. Falsch. Ihr latscht dann. Da war es jetzt, halt euch auf. Einmal, zweimal, genau. Militärzugang Irland sind mit Schottland im Krieg. Will ich das? Na gut, Schottland, hier haben sie schon eingenommen, gell? Ja, von mir aus. Also dann wird sich das hier wohl auch verabschieden. Das wird dann wohl auch an Irland gehen. Aber gut. Was? Die Revolution muss zerschlagen werden. Portugiesisch-Brasilien erhält einen Traum von Freiheit. Freiheitsstreben plus 30%. Sapperlot. Aha. Und das wirkt jetzt auf unsere Untertanen. Ja, sowas. Frechheit. Kann ich doch nichts dafür. Zerstörte Zeremonie. Gestörte Zeremonie. Was denn jetzt wieder hier? Mei, mei. Ja, 10 Prestige, ade. Was kann ich dafür, wenn der Portugiesisch-Brasilianer irgendeinen Scheiß macht? Dann müssen meine Unabhängigkeitskämpfer hier meinen, sie können hier rumtrollen, oder was? Geht ja gar nicht. Stadt fordert Sitz, die Nächsten. Klagenfurt, ja, von mir aus. Österreicher da, mei, mei. Oder Ex-Österreicher, genau. Die haben wir ja eingesteckt. Ist ja nichts mehr. Da ist ja nichts mehr. So, dann marschiert ihr da mal hoch. So, das ist eingesteckt. Dann latschen die zwei mal hier nach Cordoba. Genau, wenn wir schon beim Österreicher sind, gehen wir nach Cordoba. Die Schmach von Cordoba. Mhm. Ah, da geht die Rebellion hier wieder. Geht's ans Gas.
Mein Gott, wir haben hier natürlich auch keine Kanonen dabei. Ne? Deswegen dauert das hier ewig. Bis das Ding hier mal durch ist. Leon ist gewonnen. Ja, Gott sei Dank. So, dann können wir da jetzt endlich mal reindübeln. Halt. Jetzt laufen die wieder weg. Hört doch mal auf, weg zum Laufen ständig. Ach, jetzt haben wir da drüben Rebellen oder was? Huronische Nationalisten. Ja, bitte. Oh. Unsere Truppe hier steht ziemlich alleinstellig fest, ne? Tja. Das ist jetzt natürlich bescheuert. Dann latscht ihr mal da hoch. Ich bräuchte jetzt da irgendjemand mit Anführer, gell? Ich habe keinen Bock jetzt auf zwei Kontinenten hier auch noch die Truppen zu steuern. Also das muss nicht sein. Da wäre ich ja völlig bescheuert. Oh Mann. Dann hier runter, ja. Ja, ja klar, natürlich. Herr Uffe. Also bitte. Dann bleibst du da von mir aus. Mein Gott, ist dieser Scheiß. Ist das ein Blödsinn? Nur wegen dieser blöden Festung da unten. Oh Mann. Also, die zwei wieder zusammen. Ihr latscht da runter. Wenn die da unten sind, machen wir eine kleine Wachablösung. Dann schickt man die paar traurigen Handlampen da hoch. Genau so machen wir das. Dann haben wir hier zumindest ein paar Kanonen drin, dass ein bisschen was vorwärts geht. So, hier genau das gleiche. Da haben wir keine Kanonen drin. Das ist ziemlich albern. Naja, das habe ich jetzt gemacht, dass ich einen Fortschritt nicht verliere. Deswegen, das ist die... Ist der Hintergrund. So. Halt, nee, da wollte ich hin. Ah, okay, es ist schon durch. Ist schon belagert. Gut, dann gehen wir da weiter. Hier ist keiner unterwegs, oder? Nee, da ist alles gut hier drüben. Gut. Dann gehen die nach Granada. Die bleiben hier stehen, bitte. Handelseinfluss Inland 33% Malus. Super, dankeschön. Genau das brauche ich jetzt. Oh mein Gott. Herr Bizanz, wie schaut's aus? Kommt ihr hier mal rüber oder macht ihr da drüben wieder Pause hier? Schaut, die hauen jetzt einfach ab. Die hauen einfach alle ab. Schmuggler treiben ihr Unwesen. Oh, wieder 7000 Dukaten. Ja, mein Gott. Dann ist es so. Kann ich nicht ändern. Klopfst du hier, Byzanz, oder machst du nicht? Nee, machen sie nicht. Okay, genau, die laufen jetzt außen rum. Wunderbar. Die Byzantiner schauen bloß zu. Mhm. Genau. Antwerpen will einen Sitz. Ja, von mir aus kriegt er auch einen Sitz. Die Debatte ist ja schon durch, also könnt ihr gerne einen Sitz haben. Kein Problem. Wenn ihr euch dann besser fühlt. So, wie schaut's da aus? Da sind wir inzwischen angekommen. Die haben keinen Anführer, die Jungs, ne? Doch, hier drüben ist einer, aber gut, dem jetzt hinterher zu laufen, da wäre ich ja doof. Der werde ich ja komplett bescheuert. Ah. Gut.
dann werde ich bescheuert, dann kann ich es nicht ändern. Springe ich halt immer hin und her. Dieses einsame Hinterherjagen von irgendwelchen klitzekleinen Einheiten und dieses Davonlaufen, das ist so schrecklich. Jawohl, jetzt schau mal, jetzt haben wir 25.000 Mann erwischt. So ist gut. So muss es. Immer schön auf die Mütze dübeln. Sehr hübsch. So. Da haben wir ein Handelsschiff abgestaubt irgendwo. Hier unten. Hier ist dann alles besetzt, ne? Genau. So, mal schauen, ob wir die Burschen hier erwischen. Diese 40.000. Natürlich nicht. Dominanz im Zuckerhandel, auch schön. Sag mal, laufen die alle hier mit dem Speedy Gonzales oder was? Das gibt's doch nicht. Mist ist zäh. Okay. Wo habt ihr eure Hauptstadt? Da unten. Ah ja. Wir setzen mal die Hauptstadt. Dann machen wir es so. Ärgern wir sie so ein bisschen. Ja, der Poli fährt auch schon wieder nach Hause, oder? Sagt, oh, alles gut, ich gehe wieder. Hab keine Lust mehr, genau. Mein Spanienurlaub ist vorbei. Erledigt. Alles erledigt. Eine Idee können wir auspacken. Aha. Die Wirtschaftsideen, das ist aber schön. Ja, dann machen wir das. Was war das? Adam Smith Ökonomie. Mhm. Ja, dann drück drauf. Produktionseffizienz 10%. Plus Entwicklungskosten global 20%. Nicht, dass das nur irgendwas ausmachen wird, aber gut. So, heißt, wir können Richtlinien weitere erlassen, genau. Steuernahmen plus 15, genau. Unruhe minus 1, Kostenstabilität minus 10. Anlässlich unserer massiven Regierungslimit-Überziehung kommt es da auch nochmal drauf an. Einheitenlimit, Entwicklungsglobal. Weißt du was? Einfach so, wir drehen völlig durch. Wir parken da auch noch einen drauf hier. Die Steuer, genau. Ist doch wurscht. Das akzeptierte Kulturen. Ja, drück mal auch drauf. Komm, ist doch wurscht. Da. Rheinisch, jawohl. Rheinisch ist gut. Zack. Und Bayerisch, auf jeden Fall. Bayerisch muss auch sein. Zack. Jetzt dreht er völlig durch. Schau mal, wir machen 1.900 Dukaten im Monat plus eine Plusbilanz, positives Staatseinkommen im Monat von 1.000 Dukaten. Ah, ist das schön, jawohl. Was la kostet die Welt? Der geht aber durchdrehen, wenn er das sieht, dass ich hier noch billige Einser-Berater habe, gell? Das hast du ja. Schöne Grüße, lieber Getra. Aber als alter Schwabe sage ich dir, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und ein Schwabe hat's immer nötig. Das möchte ich an der Stelle mal dazu sagen, genau. Der Schwabe hat es immer nötig. Deswegen, der Schwabe spart immer. Wo es nur geht, wird gespart.
So, Fähigkeit kann gekauft werden. Jawohl, die nächste Fähigkeit. Sehr schön. Dann würde ich sagen, das haben wir ja schon, ne? Freiheitsstreben, Untertanen. Ignoriere Reichweite für Kernprovinzen. Ja, das ist natürlich auch eine lustige Geschichte. Schaden Artillerie, hintere Reihe. Wow. Zack. 20% auf jeden Fall brauche ich. Das brauche ich. So, da ist alles durch. Ach, deswegen. Ich merke gerade. Halt, stopp. Warte mal noch. Bleib mal da stehen. Warte mal kurz, bis hier die Belagerung durch ist. Aber das sollte gleich erledigt sein. Eigentlich 42%, ne? War ja klar. Vielen Dank. Das war ja klar, dass das wieder länger dauert. So, wir sind immer noch unterwegs in Richtung Hauptstadt. Spanisch Louisiana. Verdammte Revolutionäre. Überall kommen sie, die Revoluzer. Ah, jetzt sind wir schon bei 78%. Sehr fortschrittlich, jawohl. Na, das verbreitet sich jetzt immer mehr. Da gibt es doch auch eine lustige Karte irgendwo, ne? Politische Karte. Revolution, genau. Ja, so ganz minimal verbreitet sich das bei uns, aber das ist alles sehr gemäßigt. 0,95 Unruhe. Ja, ich bleibe ja dabei. Das liegt bei uns einfach daran, dass hier nichts vorwärts geht, ne? Dass wir halt nur den Absolutismus von maximal 10 haben. Und dass das einfach so wenig ist, dass hier so gut wie kein Fortschritt ist für die Revolution. Ne? Wenn wir einen Absolutismus von 100 hätten oder sowas, ich glaube, dann wird es ja ganz anders abgehen. Ah, immer noch 78%. Heiland, was ist hier los? Diese Scheißprovinz. Teufel, noch eins. Zoll auf Fisch. Na, sowas brauchen wir nicht. Captain Iglo wird bei uns ohne Zoll verscheppert. Tanker ist gewonnen. Ja, das wurde auch Zeit. Das wurde Zeit. So, Reserve Montpellier. Pass auf, ihr lauft mal zurück. Ihr seid Ravenna. Ihr lauft auch zurück. Nach Ravenna. So, ihr latscht mal bitte darüber. Nivers. Jawohl, jawohl. Da wurde gedübelt. Genau, da haben jetzt die Schiffe ein bisschen was draufgekriegt. Aber hat natürlich nicht allzu viel gebracht, ist klar. Aber sobald das hier besetzt ist, dann gibt es das finale Gekloppe. Soll ich da reparieren? Nee, nicht. Dann besteht Gefahr, dass die mir abhauen. Die lasse ich hier nicht raus. Das lasse ich hier stehen. Diese Flotte, die lasse ich hier stehen. Na schau mal, die machen sich hier sauber weg, die Burschen. So, ihr dürft hier gerne noch weiter besetzen, Leute. Ist noch nicht vorbei, ne? So, die Hauptstadt hier ist belagert, jawohl. So, dann sind wir ja schon relativ gut eigentlich, ne? Wie sehen die aus von der Truppen her? Die haben ja noch, ne? Ne, da bin ich falsch. Moment. 19,8. 34,18. Ja, aber da irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert nichts. Na gut. Belagern wir halt weiter. Was soll's?
Beziehungsweise, Moment, ich sehe gerade, wir sind ja schon wieder eine halbe Stunde oder über eine halbe Stunde auf Sendung. Deswegen, ich würde sagen, wisst ihr was, wir machen eine kleine Pause, genau. Kleines Päuschen an dieser Stelle, der spannende Fehlzug geht beim nächsten Mal weiter. Ich sage danke fürs Dabeisein bei Europa Universalis. Beim nächsten Mal mit dem heiligen Böhmischen Reich. Genau, der musste nochmal sein. Also, bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit, macht's es gut. Und Servus.